Hast eigentlich heute irgendwas mitgebracht? Ich meine, ich freue mich echt auf die Community Games jetzt. Ja, ich habe ein paar Böller. Ich bin gespannt, was die jetzt überhaupt alles geplant haben. Ja, mal gucken. Ja, auf jeden Fall mit dem E-Sports-Team, ne, von Duke. Ja. Das ist so lustig. Okay. Wie kann man denn... Ja? Ja, Community Games, hallo? Da ist ein Zettel. Was steht denn da drauf? Hey, liebe Freunde X, begebt euch in die Gemächer, bis es frostig wird. Geht nicht über los, zieht keine 400 Euro ein. Liebe Grüße, Moderator und Kameramann. Bin bereit. Let's go. So. Ja, russische Sommerspiele, würde ich sagen, heute mal. Ja, liebe Mann. Freunde, willkommen bei den Community Games. Jawohl, richtig, geil. Ihr seht schon, wir haben das Studio leicht umgebaut. Und ein paar Böller sind übrig geblieben vom Silvester. Ich habe mir Vitamin C hier besorgt, extra mal, damit ich auch nicht krank werde. Der Tisch ist leider kaputt von letzter Woche. Vorab ein... Schade ist, ich weiß nicht warum. Ein netter Zuschauer, sag ich mal, hat uns ja angeboten, einfach mal hier mit Gaffertape den Tisch zu reparieren. Gute Idee, muss ich sagen. Okay, und nochmal. Hast du? Ja, hab ich. Reicht. Die kleinen Löcher, die sind nicht so schlimm. Der ganze Tisch reißt dieser ab. Der Tisch ist so im Arsch. Okay. So, liebe Freunde. Wäre das geklärt? So, aber hier, ich habe ja Vitamin C ja mitgebracht. Erstmal eine Tablette. Ich möchte auch eine. Mir ist so kalt. Vitamin C. Alter, was ist das für ein Scheiß, Mann? Okay. Aber wir wollen wie immer nicht lang schnacken, liebe Freunde. Denn wir haben wieder Leute hinter der Kamera. Wir fangen auch wieder an, Community Games. Wir wollen natürlich nicht lang schnacken, Leute. 2015 übrigens, Freunde! Erste Ausgabe. Jetzt machst du aber hier Scheiße. Meine Fresse! Schmeckt gar nicht nach Zitrone. Nicht so weit weg. Basti. Also, wir beginnen hier mit der ersten Challenge heute bei der neunten Ausgabe der Community Games. Die erste 2015. Mal Katze hat ja den Titel von 2014. Gratulation nochmal dazu. Und wir fangen auch gleich an mit der ersten Challenge. Und die kommt von unserem guten Freund Underground Media. Underground Media. Ich grüße dich. Unser bester Freund. Jeder ist dein bester Freund irgendwie, ne? Ich habe ja keine anderen als Abonnenten. Was soll ich denn machen? So, er hat vorgeschlagen, tut doch mal eure Finger oder eure Hände in Eiswasser rein, wer kann länger aushalten. Ihr habt euer schönes Eiswasser. Handschuh bitte aus. Okay. Achso, und übrigens haben wir wieder was dazu ergänzt, weil wir ein bisschen fies sind. Ihr werdet nicht nur eine Minute lang eure Hände in diesem Eiswasser haben, ihr werdet danach noch ein wunderschönes Spiel spielen. Oh. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr immer so draufhauen müsst. Oh, what? No, der Erste, der aufgibt, hat natürlich verloren. Boah, das ist jetzt schon viel nur mit Finger da rein. Oh. Okay, Jungs, seid ihr bereit? Auf jeden Fall. Ich bin bereit. Eine Minute beginnen jetzt. Ist das geil? Oh shit, man. Meine ganze Hose ist nackt. Alter, ich sehe es in der Spiegel. Ich bin nach oben. Scheiße. Ist das irgendwie gesundheitsgefährdend? Ich weiß es nicht. Ah, meine Hand ist gleich blau. Sei das hier gleich. Ah, wie lange noch? Wie lange noch? Ist das kalt? Boah, Junge, das ist so kalt. Du Behinderter. Oh, Mann. Ich muss pissen. 4, 3, 2, 1, raus. Ich bin Pro, ich halte noch 5 Sekunden länger aus. Ich kann auch nicht mal schlagen mit der Hand. Wer fängt an? Der Sieger der 2014 fängt an. Makatze darf anfangen. Das ist so kalt. Oh, das tut mir selber sogar weh. Weiter geht's. Ah! Oh shit, man! Ah! Weiter, höher! Ah! Ah, Scheiße, Mann! Ich kann nicht mehr! Ja! Gewonnen! Boah, Junge, mies, Alter! Der erste Punkt geht an Buddy! Ja, Junge! Das ist vielleicht ja richtig wärmend! Ja, das
Wahnsinn. Weiter geht's zur nächsten Challenge, Jungs. Die nächste Challenge kommt von uns beiden Süßen. Oh, das ist, hey, das heißt, geht das überhaupt? Geht das? Ist das erlaubt? Das ist gemogelt. Gemogelt, Cheater. Da muss man natürlich der Community sagen, wieder weiter Ideen reinpacken, ne, damit wir tolle, lustige auswählen können. Die von Nicomedo sind nicht so schön. Die sind gegen jede Menschenrechtskonvention. Ja. Diese Challenge ist überhaupt gar nicht so schlimm von uns diesmal. Und zwar müsst ihr Schneemänner bauen. Finger. Schnell was? Schneemänner bauen. Und da jetzt natürlich so viel schön viel Schnee liegt, ist das Ziel. Wer den höchsten Schneemann baut, gewinnt. Okay, Jungs, seid ihr bereit? Wir sind bereit. Alles klar. Meine Hose sauber. Die Challenge beginnt jetzt. Ich mach das. Ist ganz schlimm. Ey, wackel nicht so. Wenn er den Tisch wackelt, dann wird er disqualifiziert. Fuck! Nein! Eine Minute habt ihr noch. Oh mein Gott! Ein riesiger Fehl. Was schlimm ist, das ist ein Schneemann. Oh mein Gott, oh mein Gott. Buddy, hol auf. Ihr habt jeweils noch eine halbe Minute. Oh mein Gott! Oh nein, es fehlt! Weil der wackelt! Oh! Ey! Oh! 15! Wie viele Sekunden haben wir noch? 5 Sekunden! Ey! Und 2, 1, Schluss! Ende. Wie sollen wir das werten? Ich weiß es nicht. Okay, wir gehen nochmal alles nach und nach durch. Also, Makatze hatte bei einer Minute den höheren. Sah aber nicht ganz so aus wie ein Schneemann. Makatze ist umgefallen, Makatze hat interveniert, muss man ja so schön sagen. Das heißt, Makatze hat den ersten Regelverstoß gebracht. Und das Ende war, dass Buddys Schneemann noch höher war. Das heißt, dass ich hier Buddy den Punkt geben muss. Ja! Unfair! Weg! Oh, shit! Gut, liebe Freunde, das war eigentlich ja schon ein guter Punktevorsprung. Ja, ich habe ihn gewinnen lassen, weil der hat letztes Jahr so wenig gewonnen. Da musste ich einfach mal. Doch gar nicht. Da musste ich ihn einfach mal machen lassen. Medo schluckt Scheiße. Wir wollen zur dritten Challenge kommen. Mir ist kalt. Genau, die nächste Challenge kommt natürlich auch wieder von uns beiden. Oh. Wir haben uns ein bisschen was Specialhaftes ausgedacht. Wir frieren uns hier die Nüsse ab. Und die nächste Challenge heißt das unglaublich tolle Schneeballquiz. Ja! Ich weiß nicht, was ich mir darunter vorstellen ich kann. Und zwar geht es genau darum, dass ich euch Fragen stellen werde von den vergangenen Buddy-Episoden, was da passiert ist. Ich hoffe, ihr habt ein gutes Erinnerungsvermögen. Okay, ich nicht so. Für jede falsche Antwort darf der gute Melo euch einen Schneeball ins Gesicht hämmern. Oh, was? Die erste Frage. Ihr habt dazu 5 Sekunden Zeit. Wer als erstes antwortet, gewinnt. Wer hat die vierte Community Games gewonnen? Manu. Richtig. Manu kriegt eins Gesicht. Junge, was hast du denn für ein Aim, du Lappen, Alter? Du Kacknu. Die nächste Frage lautet: In welcher Folge wurde das Lego ausgespielt? 5. Adventfolge. Richtig. Buddy kriegt eins Gesicht. Die Hände darfst du eigentlich nicht hochhalten. Ne? Aber dann dafür direkt noch einen, Derek, direkt komm. Direkt noch einen, komm. Boom! What the fuck? Boom! Welchen Untertitel in der Bauchbinde hatte Melly bei den EPS-Finals? Hat einen cooleren Spitznamen als Bruce Wayne. Richtig! Die nächste Frage lautet: Wie lang ging die erste Community Games? 13 Minuten 30. Richtig. What the fuck? Ey, Alter. Wie? Das weiß Wieso ich. Weißt du das? Das Wieso weiß weißt du das? Klar weiß ja, weil er nur Tag und Nacht davor hängt, hab ich doch gesagt. Ja, liebe Freunde. Hast du Glück, Alter. Die nächste Frage lautet: Welche Farbe hatte Han Rizzles Figur bei Skylanders? Orange.
Richtig. War das orange? Ja, orange. Der war ja gar nicht in meinem Team. Langweilig. Warum nehmt ihr immer nur Fragen, die er beantworten kann? Ihr seid doch Cheater, ihr Betrüger. Das geht doch nicht klar! Du bist ein richtiger Aim-Noob, Junge! Du bist ein richtiger Kack-Noob! Das ist der Grund, warum du nur Isaac spielst. In welcher Folge war ich das erste Mal dabei? Folge 4. Die wäre? Das war auf jeden Fall eine Game-News-Folge, glaube ich, oder? Nee, Community Games. Die, Alter. Das Community Games Folge 3, sag ich. 4, 3, falsch. Beides falsch? Beides falsch. Kriegt ihr beide einen in die Fresse. Oh. Welche war es denn jetzt? Die Game-News-Folge mit der Heugabel, Mann. Ah, scheiße, stimmt. Wir werden das schaffen. Wir werden das gemeinsam durchstehen. Aber geht mal ein bisschen weiter weg, Alter. Das sind ja voll die Eisbälle, Junge. Oh. Alle auf mich, Alter. Geil. Das... Wir haben es geschafft, wieder. Ich muss ein bisschen rauszoomen hier. Der entscheidende Wurf. Alles klar, Jungs, macht euch bereit. Die letzte Frage kommt jetzt. Wer näher dran ist? Wann kam das Video Ein Tag am Strand mit Makatze raus? 17.11.2014. Manu? 5 Sekunden? Ich sag Ende Oktober. 2? Ende Oktober. Sag ein Datum. 28. Oktober. 28. Oktober zu 17.11. Und die Folge kam raus am 10.11.2014. Ja! War die näher dran? Ich bin näher dran! Nein! Oh Mann! Aber weißt du was? Wir machen das zusammen. Ja, wir stehen das durch. Ah! 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 Scheiße! Ah! Ah! Oh, ah! Ja! Headshot, Junge! Headshot! Boom! So, liebe Leute, damit ist die dritte Challenge vorbei und der Sieger ist heute auch bei den Community Games mit 13:0. Buddy! Yeah, baby! Party Buddy! Ich bin Party Buddy! Oh, can't you see? Oh, den durch den Tisch! Durch den Tisch! Hey, liebe Freunde, das war's auch erstmal wieder für diese Community Games Folge. Der russische Sommer ist bestimmt noch nicht vorbei. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen da oder ein Abo. Das würde uns sehr gefallen. Battle, Junge, voll abgewehrt damit. Ja, und wir sprengen jetzt noch was in die Luft, denn der Tisch ist nämlich, glaube ich, ordentlich im Arsch mittlerweile. Die First. Oh, bitte, bitte. 2015 wird richtig geil. Junge, Junge. Junge, Alter. Boah, Feuerritual. Ich komme das scheiß Band noch. Oh mein Gott. Mein Pokal.